Liebe Zuschauer, wir sind heute zu Gast beim Zweckverband Lausitzer Seenland Sachsen. Wir wollen natürlich ein wenig gucken, was passiert in diesem Jahr und davor natürlich auch ein wenig zurückschauen, was war 2017. An meiner Seite dazu Geschäftsführer Daniel Just. Die Kollegen in Brandenburg berichten über wachsende Tourismuszahlen, Campingplätze, die voll sind, der Senftenberger Hafen, der ausgebucht ist. Warum hört man sowas vom sächsischen Pendant nicht? Ja, schönen guten Tag, Frau Wendt. Freue mich, dass wir wieder mal miteinander ins Gespräch kommen. Ja, der touristische Zuwachs, der ist ja also glücklicherweise nicht nur in Brandenburg zu verzeichnen, sondern auch im sächsischen Teil des Lausitzer Seenlandes. Natürlich eher bei den privaten Anbietern, nicht so bei den institutionellen wie den Kommunen oder auch dem Zweckverband. Wir haben halt im sächsischen Teil ganz andere Voraussetzungen als der Zweckverband in Brandenburg. Allein die Mitarbeiterzahl dort ist ja 30 Mal höher als unsere Mitarbeiterzahl. Wir haben 3 Mitarbeiter hier in der Geschäftsstelle und der Brandenburger Zweckverband hat natürlich auch einen gut funktionierenden Gewerbebetrieb. Auch das ist in Sachsen unter den aktuellen gesetzlichen Bedingungen auch nicht möglich, da einen Gewerbebetrieb zu betreiben. Da hat der Brandenburger Zweckverband noch Relikte aus der Vergangenheit, mit denen er wirtschaften kann, was auch gut gelingt und wo auch entsprechende Zahlen dann generiert werden können. Die Dinge, die noch vor uns liegen, sind natürlich dahingehend, dass wir als Zweckverband versuchen, das Ganze zu erweitern, natürlich in dem Rahmen auch agieren müssen, den uns die Kommunen vorgeben. Wir sind ja zu 95% umlagefinanziert, das heißt, die Kommunen finanzieren den Zweckverband und müssen entsprechende Gelder dann auch bereitstellen. 2017, was wurde angegangen, was wurde angeschoben, was gegebenenfalls fertig gemacht? Ja, im Jahr 2017 haben wir uns im Wesentlichen um 2 Masterpläne gekümmert, um den Masterplan am Koschendamm und den Masterplan am Knappensee. Wir haben versucht, dafür diese beiden wichtigen Bereiche im Lausitzer Seenland die Grundvoraussetzungen zu schaffen. Einmal für den Koschendamm nach der Freigabe aus der Sperrung, der sanierungsbedingten Sperrung, die LMBV dort verhängt hatte. Wir wollten wissen, was kann dort passieren, was sind die Entwicklungsschritte, die dort möglich sind. Beim Knappensee ist es ähnlich. Die LMBV hat ja avisiert, dass 2021 der See fertig saniert sein soll. Und zu diesem Zeitpunkt wollen wir einfach schon wissen, was kann dort im Weiteren geschehen, was wird touristischer Art dort entstehen und was ist vielleicht auch für Vereine beispielsweise zu schaffen. Das kann aber nicht alles gewesen sein, oder? Nein, wir haben uns auch über andere Dinge Gedanken gemacht, wie zum Beispiel das äußere Wegeleitsystem im Lausitzer Seenland. Das bedeutet, wir versuchen, die Pkw-Fahrer von den Autobahnen, von den Hauptverkehrsstraßen und Kreuzungen ins Lausitzer Seenland, in den sächsischen Teil des Lausitzer Seenlandes zu bringen. Haben dieses Projekt zweigeteilt, einmal in das Teilprojekt Informationstafeln, was im letzten Jahr sehr gut vorangekommen ist und wo wir voraussichtlich auch Ende März dann entsprechende Tafeln in der Landschaft, sage ich mal, im Lausitzer Seenland präsentieren werden. Insgesamt 90 Stück, die erstellt wurden. War ein sehr langer und intensiver Abstimmungsprozess mit unseren Verbandskommunen, auch mit Ortschaftsräten. Wir haben ja insgesamt 6 Kommunen im Zweckverband und entsprechende Ortschaftsräte noch in größerer Zahl teilweise versucht, wirklich alle mitzunehmen. Haben das Ganze mehrsprachig gestaltet, insbesondere auch das Thema tschechische Sprache untergebracht. Aber auch nicht vergessen, dass wir hier ein sorbisches Siedlungsgebiet haben und auch das Sorbische ist dort mit verankert. Man kann dann mittels QR-Code das Ganze auf dem Handy abrufen und in seiner gewünschten Sprache dann auch darstellen lassen. Kommen wir zu diesem Jahr. Was sind so als Ziele avisiert? Ja, in diesem Jahr geht es vorrangig darum, gerade dieses Wegeleitsystem, was ich gerade geschildert habe, auch weiterzutreiben im Sinne des amtlichen Teils. Das heißt, die Schilder, die dann wirklich an den Straßenrändern stehen, die dann beispielsweise ab der Autobahnabfahrt Bautzen West noch das Seenland ausweisen sollen, da sind entsprechende Absprachen mit den Straßenverkehrsbehörden zu führen. Unser beauftragtes Planungsbüro hat da viele Dinge auch schon im letzten Jahr vorgearbeitet. Dieses gilt es jetzt auszuweiten. Wir müssen dort versuchen, auch das entsprechende Bewusstsein auch zu schaffen für das Lausitzer Seenland, auch für diese gesamtregionale Betrachtung, die verschiedene andere Partner dann auch immer wieder vor Augen haben müssen. Wir versuchen, das Ganze so weit zu bringen, dass wir die Planung dieses Jahr fertigstellen können und dass wir hoffentlich nächstes Jahr dann auch in die Umsetzung für diese Schilder gehen können. Was ja für Otto Normalverbraucher mal sehr interessant ist, wir haben viele Seen, nur mit der Nutzbarkeit ist immer ein bisschen schwierig. Wie sieht es da dieses Jahr Scheibesee, Spreetaler See aus? Da unterstützen wir als Zweckverband natürlich die beiden Städte und Kommunen Hoyerswerda und Spreetal bei der entsprechenden Beantragung dieser Sondernutzung, wie es ja noch der Fall ist. Die Stadt Hoyerswerda hat aktuell einen Antrag gestellt, für diese Saison und für die kommenden beiden Saisons dort entsprechend den Badestrand am Westufer betreiben zu können. Wir unterstützen das. Wir haben auch gerade aktuell die entsprechende Träger der öffnen, äh, Trä- Trä-
Töp-Bezeichnung auf dem Tisch, wo wir auch angefragt sind, das Ganze dann entsprechend zu bewerten. Wir werden da eine positive Stellungnahme abgeben. Beim Spreetaler See ist es leider nicht ganz so einfach. Der hat noch einen ganz anderen Status als der Scheibesee, denn am Spreetaler See gibt es noch Sanierungsbelange, die dem avisierten Nutzungsziel, also auch die LMFV hatte dort schon mal die Gemeinde aktiviert und gesagt, es wäre theoretisch möglich, den See ab 17 zu nutzen, leider entgegensprachen nach genauerer Prüfung, sodass dort beispielsweise der Wasserstand auch entscheidend ist für die geotechnische Standsicherheit. Da laufen jetzt verschiedene Projekte und Verfahren im Haus der LMBV, um dort gegebenenfalls für die Folgejahre gerüstet zu sein und die Nutzung dort irgendwo zu ermöglichen. Genaueres kann man dann sagen, wenn entsprechende Erkenntnisse vorliegen. Es ist aber auf keinen Fall so, dass die Gemeinde Spreeter dort nicht möchte. Also die will ganz dringend, dass das dort auch passiert und wir werden sie nach Kräften dabei unterstützen. Der Barbara-Kanal ist ja auch so ein Thema, seit weit mehr als 10 Jahren ist der fertig. Nun hieß es 2018, soll es endlich losgehen. Richtig realistisch scheint es nur aber nicht mehr zu sein. Ja, unsere Kenntnis ist, dass der Barbara-Kanal in diesem Jahr durch die LMBV sogenannte schifffahrtstechnische Ausstattung erfahren wird. Das heißt, es werden Schilder aufgestellt, gegebenenfalls entsprechende Verankerungsmöglichkeiten, Wartebereiche installiert. Das ist alles erforderlich, um die wasserrechtliche Genehmigung auch zu erhalten für diesen Kanal. Die entsprechenden Bescheide sind bei der LMBV eingegangen. Sie haben sehr viele Nebenbestimmungen enthalten. Das wird ein erheblicher Aufwand werden, das alles auch umzusetzen. Unsere Kenntnis ist, das soll jetzt beginnen ab der milderen Jahreszeit und das Ganze soll wohl sich bis in den Sommer hineinziehen mit der Umsetzung. Wir sind insofern auch informiert, dass danach noch die wasserrechtliche Genehmigung dann des Kanals erfolgen muss, wenn alles dann entsprechend fertiggestellt ist. Insofern gehen wir momentan davon aus, dass zur Saison 2019 am 1.4. diese Nutzung möglich sein wird und haben dieses Thema auch nicht vergessen. Wir sind da auch ständig auch in Austausch mit der LMBV, haben es immer wieder auch auf der Agenda der Verbandsversammlungen, um einfach auch da immer wieder den aktuellen Sachstand zu haben, da auch nicht so viel Luft dran zu lassen und zu schauen, wie geht es vorwärts. Was dort noch ein zu klärendes Thema ist, ist beispielsweise auch die Übergabe dieses Kanals von der LMBV auf den Freistaat, der ja gemäß der Rahmenvereinbarung, die mit der LMBV getroffen wurde, fertiggestellte Anlagen und fertiggestellte Seen übernimmt. Wir gehen davon aus, dass es sich bei diesem Kanal um eine fertiggestellte Anlage handelt, sofern er denn durch die LMBV entsprechend ertüchtigt ist. Und diese Diskussionen sind jetzt noch zu führen und wir werden uns da auch entsprechend einbringen. Im vergangenen Jahr wurde vorgestellt eine Studie zu Landmarken und Sichtschneiden, wobei Sichtschneiden sicherlich immer so ein Begriff ist, der ein bisschen schwierig ist. Wie geht's da jetzt weiter? Ich meine, es wurden schöne Türme präsentiert, aber was nun? Ja, ich denke, wir haben zwei sehr gute Entwürfe auch präsentiert. Es geht nun natürlich darum zu schauen, ist das finanziell auch einordnenbar, denn Sie kennen ja die finanzielle Situation in vielen unserer Verbandskommunen, die ja doch durch die Energiewende da entsprechend gebeutelt sind. Aktuell befindet sich die Planung in der Entwurfsplanung. Diese wird momentan fertiggestellt. Danach werden wir mit den Verbandskommunen in Diskussion gehen, in welcher Form, in welcher Zeitschiene und in welchen Abständen gegebenenfalls wird auch entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden können. Die Frage ist auch, ob man vielleicht Dinge wie die Sichtschneisen vielleicht vorziehen sollte, weil sie ja verschiedenen Kommunen zugutekommen und verschiedene Blickwinkel auf die Seen eröffnen sollen. Das ist ja im Prinzip eine Achse, von der ich beispielsweise vom Radweg dann auf den See schauen kann und die entsprechend dann auch hergerichtet wird. Da sind wir in den Planungen auch weitergekommen. Ist allerdings auch noch nicht fertig, die Entwurfsplanung. Aber ich hoffe, dass wir das in diesem Jahr realisieren werden und dann entsprechend auch wissen, wie wir im nächsten Jahr weiter vorangehen können mit diesem Projekt. Was steht sonst noch an? Ansonsten sind wir mit dem Schiffsanleger am Partwitzer See beschäftigt. Da sind wir kurz vor Ende der Entwurfsplanung. Wollen ja, weil wir gerade über den Barbara-Kanal geredet haben, natürlich nach Öffnung dieses Barbara-Kanals auch einen Anlandeort für das Fahrgastschiff haben. Und das wäre dann in dem Sinne der Schiffsanleger am Partwitzer See, der dann als nächster See hoffentlich auch in Nutzung gehen kann. Und um den werden wir uns kümmern. Genauso kümmern wir uns um den Wasserwanderrastplatz an der Südböschung des Geierswalder Sees. Da liegt ja auch schon seit Jahren unsere Steganlage, die der Zweckverband dort betreibt. Und die betreiben lässt, der Wassersportverein,
Der erste Wassersportverein Lausitzer Seenland e.V. ist ja der Betreiber dieser Anlage. Gut ausgelastet im Übrigen und wir haben auch Plätze für Wasserwanderer dort, die dann vom Senftenberger See beispielsweise rüberkommen können und da festmachen können. Ja, und dieser Bereich, diese Stegersammlung soll ergänzt werden durch ein landseitiges Gebäude und durch Außenanlagen, die beispielsweise Stellplätze für Karawane ermöglichen, wo wir dann auch entsprechend die Übernachtungszahlen, die Sie eingangs auch erwähnten, vielleicht steigern können, wenn auch vielleicht nicht in Riesenumfang, aber wieder ein gutes Projekt im Lausitzer Seenland zur Umsetzung bringen können. Besteht denn überhaupt die Möglichkeit, dass der Zweckverband selbst tätig wird mit solchen Geschichten wie Campingplatz betreiben vom Hafen etc. bla? Also angedacht ist, dass wir diese Betreibung ausschreiben werden. Momentan in unserer jetzigen Struktur ist das leider nicht möglich. Es ist auch schwerlich möglich, im sächsischen Bereich geschäftlich tätig zu werden, im Sinne dessen, was auch ein privater Anbieter könnte. Insofern wird sich zeigen, inwieweit das vielleicht zukünftig eine Option ist. Momentan ist angedacht, diese Betreibung dann auszuschreiben, einen Dritten zu finden, der das Ganze dann für den Zweckverband betreibt und ein entsprechendes Betreiberentgelt zu generieren, um die Umlagezahlung der Verbandskommunen möglichst auf einem geringen Level halten zu können. Herr Just, ich danke Ihnen für die Beantwortung meiner vielen Fragen. Bitte sehr, vielen Dank.